Moin Freunde! Ja, 2019, ich befinde mich im Harz. Wir haben August, genau wie letztes Jahr, 2018 im August, bin ich auch dieses Jahr wieder in den Harz gefahren mit meinem Mountainbike. Diesmal mit einem anderen Mountainbike, das Ghost, um es einfach mal zu testen hier. Ja, ich bin jetzt angekommen vor fast anderthalb Stunden circa. Hab jetzt noch meine ganzen Sachen entladen. Und war gerade einkaufen, muss auch heute Abend noch irgendwas essen. Ja, da war ich jetzt noch gerade kurz in der Stadt und habe mir hier so einen Regenponcho gekauft. Ist jetzt auch kein billiger, der hat schon ein bisschen was gekostet und soll auch ein bisschen was aushalten. Denn das Wetter in den nächsten Tagen ist hier ein bisschen wechselhaft. Wetter-App zeigt Regen an. Einigermaßen so eine Wolkenmix und da würde ich lieber gewappnet sein mit so einem Regenponcho. Denn wenn ich jetzt da irgendwo auf dem Berg hocke, Fahrrad fahre und komplett durch bin, ist der Tag gelaufen, glaube ich. Nicht so gut. Ja, des Weiteren hat mir meine Freundin, die Britta, hier schöne Verpflegung noch mitgegeben. Ein paar Cornis. Corni-Erdnuss, sehr geil. Und hat selbstgemachte Muffins mir noch mitgegeben hier. Sind ein paar Äpfelstückchen drin und Rosinen. Ja, hammer genial. Grüße gehen nochmal raus an Rostock, an Ritter. Und die Bude hier drin, hier war ich schon letztes Jahr auch schon. Das ist eine kleine Ferienwohnung. Kann ja mal einen kleinen Rundgang machen. Hier habe ich schon zugezogen, damit mich hier keiner beobachtet. Na, hier pennt man denn. Ja. Küche ist nachher hier. Kleine Küche. Ist das Licht hier? Klein, aber fein. Ja, Mikrowelle auch am Start. WC ist hier mit Dusche, Kaffeemaschine. Ja, so was nicht fehlen darf. Leckerer Goldkaffee, gut und günstig. Darf nicht fehlen. Beste. Ja, denn wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns. Moin Leute, es ist ein neuer Morgen angebrochen. Die Nacht war ziemlich regnerisch und so Gewitter gab es auch noch ordentlich. Hat ordentlich gekracht die Nacht, kam ordentlich was runter. Ich dachte schon, heute müsste ich zu Hause bleiben, weil es nur regnet. Aber ist jetzt ein bisschen feucht alles, aber es geht noch. Ja, ich befinde mich jetzt hier 2,5 Kilometer von meiner Ferienwohnung entfernt in Hasserode. Und hier gibt es ein paar Trails hier oben hoch. Hier gibt es die sogenannte Himmelspforte hier hoch, die führt nach Ilsenburg. Ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen Querfeld ein bisschen fahren und mir das mal alles ein bisschen angucken. Mein Ziel ist eigentlich heute, die Wolfsklippen zu erreichen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, am besten ich nehme euch mal mit auf ein paar Impressionen. Auf geht's! Was man auch immer wieder sagen muss, ist, wenn man draußen im Wald ist, wenn es geregnet hat oder bei leichtem Regen, ist einfach wunderschön. Egal, ob man jetzt wandert oder Rad fährt. Ja, ist einfach, irgendwie ist das eine herrliche Luft. Überall so knistert das so ein bisschen von den Regen auf den Blättern. Und ist auch total still hier, ne? Ist total entspannt. Von da oben kommt man runter. Dann gibt es hier diesen Holzpfad und hier ist dann
hier ist dann der Sprung. Ich weiß nicht, ob das durch die Kamera rüberkommt, aber das ist einfach mal, ich würde sagen 85 Grad oder 80 Grad, 75 Grad vielleicht, ist das einfach steil. Volle Sau steil, richtig steil, und dann bretterst du hier runter. Ey, das würde ich mich nie im Leben trauen, hier runter. Das ist echt verrückt. Ich würde das ja gerne mal live sehen, wenn das hier einer macht, aber... Ne. Da sind hier so ein paar Klippen. He was a good man, but stuck in his way. Stood strong in his will when he would stay for days. Never wanna give him so much that we're missing now. All in black, standing around, crying over a picture, not a body in the ground. Still forgetting. Ja Leute, kleinen Rastplatz gefunden. Mönchsbuche und Mönchslagerstätte. Ja, hier werde ich mich ganz kurz hinschillen und was snacken und trinken. Und dann geht die wilde Fahrt weiter. Ja Freunde, hier geht es für mich zumindest nicht mehr weiter. Wie man sieht, ist hier eine Felswand. Ich bin jetzt hier auf irgend so einem Plateau. Und da vorne rechts bin ich mal noch weiter gelaufen. Da ist aber nachher alles grün, da komme ich mit dem Fahrrad auch nicht mehr durch. Ja. Ich werde dann jetzt wahrscheinlich wieder umdrehen müssen. Und Wolfsklippen werde ich wohl so nicht erreichen. Tut mir jetzt nur leid, ich wollte das jetzt unbedingt zeigen und dahin fahren, aber nee, hier ist kein Durchkommen. Vielleicht gibt es da noch irgendwo einen anderen Weg drumrum, keine Ahnung, aber ich drehe jetzt um, weil ja, ich muss auch wieder zurückfahren. Will ja nicht irgendwo noch im Regen rumrennen. Übrigens, hier ist so eine kleine Box. Und hier vorne an dieser Birke hier, da steht noch ein Schild. Achtung, gelegentliches Blitzlicht. Und zwar haben sie hier so versteckte Fotoapparate aufgestellt, um die Luchse zu fotografieren. Die soll auch irgendwo noch eine kleine Forschungsstation in der Nähe sein. Und ja, jedenfalls fahre ich jetzt zurück. Hier ist dieses kleine Plateau, was ich meine. Hier geht es dann ganz steil hoch. Hier gibt es noch eine kleine Aussicht. Ja, gut. Also ich werde dann jetzt umdrehen. Müssen.
Guten Morgen, Leute. Die Uhr ist 10:50. Ich befinde mich auf dem Weg nach Ilsenburg von Wernigerode aus und will von Ilsenburg dann auf den Brocken rauf. Ja, diesmal von der anderen Seite den Hüttenstieg hoch, den ich letztes Jahr runtergefahren bin. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Let's go! Ja, Freunde, ich bin jetzt in Ilsenburg angekommen. Es ist eine richtig wunderschöne Stadt. Überall schöne Fachwerkhäuser. Hier oben ist sogar noch ein Schloss. Das müsste hier oben sein. Und neben mir befindet sich die Ilse, nehme ich mal an. Geht da weiter. Ja, das Wetter ist eigentlich ganz gut. Wir haben so um die 20 Grad, also ist optimal. Schwitzt man nicht zu hart. Mein Rücken ist jetzt schon klitschnass trotzdem. Und ja, jetzt suche ich mir hier einen Weg zum Brocken hoch. Gibt ja viele Möglichkeiten hier. Schauen wir mal. Schön am allerersten Gang hier hoch. Ja, Freunde, ich befinde mich jetzt hier auf dem Ilsenstein. Von hier aus hat man eine super Aussicht nach Ilsenburg. Vor Bauten kam ich irgendwo hoch. Ja, kleiner Zwischenhalt hier. Wunderschöne Aussicht. Zu beiden Seiten hin. Herrlich. Was ich immer noch so krass finde, ist das viele Totholz hier im Harz. Extrem viele Nadelbäume, einfach tot. Wahrscheinlich von der Sonne irgendwie ausgebrannt. Schon Wahnsinn. Das sieht man ja auch schon von außen so stark. Ja, Freunde, ich befinde mich jetzt hier bei den Patern Osterklippen. Da steht schon ein kleines Schild am Baum. Da steht das drauf. Kenne ich ja hier nicht so aus. Ja, und da oben, da kann man auch schon den Brocken sehen. Da hinten. Da muss ich noch hoch. Mir läuft jetzt schon der Schweiß vom Fahrradhelm in die Augen. Herrlich. Ja, Freunde, ich befinde mich jetzt hier an einer Kreuzung. Von da unten kam ich jetzt hoch. Hier fließt noch so ein kleines Bächlein lang.
Und da oben ist dann auch schon der Brocken. Also hier vorne steht noch ein Schild. Da steht drauf, ich glaube 8 Kilometer, 8 oder 6 noch hier hoch. Ja. Was hier halt wieder ganz stark auffällt, ist dieser ganze tote Wald, ne? Das ist schon krass. Ich meine, das sind ja immer so eine Waldzyklen, ne? Dass der das alte Wald abstirbt und dann der neue auch nachkommt. Schon krass. Ja. Weiter geht's. Die Sonne noch raus. Absolut fantastisches Wetter gerade. Genau richtige Temperaturen, einfach nicht zu heiß. Wunderbar. Das ist ein absolut schöner Weg hier. Total toll. Aber auch anstrengend. Wisst ihr was, Freunde? Ich habe die geilsten Wanderschuhe. Hier. Überall sind hier so Luftkammern oder hier, wo Frischluft langkommt. Das ist wunderbar. Hier auch auf der linken Seite oder hier vorne und hier unten so ein bisschen. Hier auch, da kommt wunderbar Luft dran. So macht das Wandern Spaß, wenn man immer so ein bisschen Luft hat. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. So, Freunde. Jetzt ist es nicht mehr so weit. Ich glaube, ich bin jetzt auf der Brockenstraße. Bald geschafft. Ich bin klitsche, nass bin ich. Komplett. Ja, Freunde, ich habe es drauf geschafft. Ich bin jetzt ganz oben auf der Spitze. Aber hier ist es ganz schön kalt und windig. Ich werde mich das mal umziehen. Noch ein anderes T-Shirt anziehen. Ja. Erstmal ein bisschen Geld abholen, das war alles noch mal. Und dann erstmal was essen. Es ist schweinekalt hier oben. Ich bin absolut fertig, ich bin richtig platt. Ich muss mich erstmal erholen hier, aber geile Aussicht, ne? Genau hier stand ich letztes Jahr auch.
krasser Weg. Leute, ich glaube, ich bin hier im absoluten Blair Witch Wald. Guckt euch das mal an. Diese Steinfiguren tauchten hier auf einmal auf. Was soll das? Was zur Hölle? Ja, was soll ich sagen? Der Fall der Fälle ist eingetreten. Jeder klassische Horrorfilm beginnt damit. Bei der Abfahrt vom Brocken habe ich mich ein bisschen verfahren. Und ja, jetzt muss ich wieder ein Stück bergauf. Ich kam jetzt gerade von hier unten. Die sind überall, alles ist hier verblockt. Man muss jetzt hier hoch. Darum führt dann mein Weg zurück nach Wernigerode. Ja, und jetzt finde ich diese Steine hier. Da wisst ihr ja schon, wie ich mich jetzt fühle, ne? Also, gucken, ob ich ankomme. Ja, da verfährt man sich und erhält zum Dank diese geile Aussicht hier. Genial. Einfach nur top. Ehrlich. Eines schönen Tages spürst du Türen, trittst sie ein und glaubst kein Wort.